Hallo Leute und willkommen zurück bei Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Wir sind immer noch in Oma Enigmas Rätselhütte und ich glaube, ich werde mich jetzt an den beiden Rätseln versuchen, also Lukes Festschmaus und Zahlenkarten. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich glaube, die beiden Sägetrickrätsel und auch der wirre Würfel, das werde ich nochmal ein kleines bisschen rauszögern. Also im Endeffekt bis zum Ende vermutlich rauszögern. So, ich weiß noch, dass ihr mir irgendwann, als ich dieses Rätsel hier zum ersten Mal gemacht habe, dass ihr mir da unter die Kommentare, unter das Video in die Kommentare geschrieben habt, wie ich das am besten machen soll. Ich bin natürlich super gut vorbereitet und habe die alten Kommentare jetzt nicht nochmal gelesen. Das heißt, ich habe keine Ahnung. So. Da hat Luke wohl so richtig zugeschlagen. Immerhin kostet seine Bestellung insgesamt doppelt so viel wie die des Professors. Unten siehst du das Menü der beiden. Unter jeder Speise steht ihr Preis. Welche der Speisen hat Luke bestellt? Tippe die Preise an. Okay, ich weiß noch, dass ich beim letzten Mal auch gesagt habe, dass hier der Kaffee bestimmt Professor Layton gehört. So, und das hier gehört dann wahrscheinlich eher Luke, ne? Würde ich jetzt mal sagen. So, er hat doppelt so viel bestellt. Nein, seine Bestellung kostet doppelt so viel. Das heißt nicht, dass er tatsächlich doppelt so viele bestellt hat. Okay, okay, wir haben 4, 5, 6, 7. 7 Dinge. Ich glaube, es wäre vielleicht ganz klug, wenn es um die Kosten geht, das Ganze mal zusammenzurechnen. Das sind ja die Preise, ne? So, dann hätten wir hier... Wow, Kopfrechnen kann ich super gut. Dann hätten wir hier die 20. 33, 47, 47 und sind 54. Sind 54, glaube ich, habe ich schon verrechnet, ne? Sind 54, sind 89. Und 10 sind 89, sind 105? 105? 105. Sag ich jetzt einfach mal so. 20, 33, 47, 54. 105. 105. Moment, wir machen uns mal... Ja, wir machen uns mal eine Notiz. So, ich schreibe jetzt mal... Wow, was für eine großartige 105. Ich schreibe jetzt mal 105 auf. So, da hat Luke wohl so richtig zugeschlagen. Immerhin kostet seine Bestellung so doppelt so viel wie die des Professors. What? Doppelt so viel wie die des Professors. Und wie kriegen wir das jetzt raus? Also 105 ist es insgesamt. Wäre es dann nicht schlau, wenn wir die 105... Doppelt so viel... Ich habe hier wieder Zettel und Stift bereit. Ich musste mir das mal eben kurz aufschreiben. Ach, 105, nicht 103. 105 durch 3 rechnen. Oder ist das irgendwie... Ist das irgendwie sinnlos? Sind 5? Moment, sind 5, 4, 7? Ja, das passt ja gar nicht. Was? 105 durch 3? Ist das wirklich richtig? Ich weiß nicht mal mehr, wie man schriftlich dividiert. Ist das dann dividieren? Ja, natürlich ist es dividieren. Ja, mein Gott, nicht mal, das kann ich. Also, ich habe die 105 minus die 3. Wie ging das nochmal? Da musste ich doch sagen 9. Aber das ergibt doch keinen Sinn, oder? 3. So. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Ich bin schon mit der einfachsten Aufgabe überfordert. So, wenn ich da jetzt die 9 hätte. Boah, wie ging das denn nochmal? Da musste man da die 1, 15 durch 3 sind 5. Sind 35. Ja, sind 35. Das passt sogar. Dann haben wir 70. Boah, es tut mir leid, dass ich das hier gerade alles so aufschreibe. Also, wir haben dann im Endeffekt 70 und 35. So, 70 und 35 ist eigentlich soweit klar, ne?
Er hat für 70 gegessen. Jetzt müssen wir nur noch gucken. 70. Welche Speisen hier zusammen 70 kosten? Gehen wir mal davon aus, dass er auf jeden Fall das genommen hat für 12. So. Und dann noch ein Gericht. Das lassen wir mal komplett außen vor. Nehmen wir mal an, er hat jetzt noch die Suppe genommen. Dann wären wir bei 28. So, dann hat er die Suppe genommen. Dann hat er vielleicht noch das hier. Ich hake das mal eben an. So. Dann sind wir bei 28. Dann sind wir bei 48. Dann sind wir bei 53. Dann hat er das hier genommen. Sind bei 53 plus die 17, sind wir bei 63 und 7, da haben wir es doch schon. Da haben wir es doch schon. Er hat die vier Sachen genommen. Ja, er hat die vier Sachen genommen und der Layton hat das hier genommen. Was soll ich damit machen? Wie soll ich die markieren? So, so, so. 16, und ja. Ich mach das jetzt einfach auf gut Glück. Dann wollen wir mal sehen. Boah, wie peinlich. Ja, richtig. Mein Gott, wie peinlich, dass ich zu dumm bin. Ganz naja, was heißt zu dumm? Ich hab's jetzt hingekriegt, die 105 durch die 3 zu teilen. Aber trotzdem, ey. Gut gemacht. Zusammen haben die beiden Speisen im Wert von 105 Pfund bestellt. Demnach muss Luke für 70 Pfund und der Professor für 30 Pfund diniert haben. Der Rest ist abzählen. Ja, total. Und du hast auch wirklich nicht so viel bestellt, Luke? Nein, die Terrine war lecker und das Steak hier, Mom, war auch ganz köstlich. Nun denn, wohl bekomm's, hoffe ich. Wow, ich habe ja auch nur knapp 6 Minuten hier oder 7 Minuten für dieses Rätsel gebraucht. So, Zahlenkarten, kennen wir das überhaupt schon? Das sagt mir zumindest noch gar nichts. 63, oh, 25 Picarat, das ist einfach. Hoffentlich. Schon wieder mit Zahlen. Unten siehst du ein Ensemble aus Karten. Jede davon mit einer Ziffer von 1 bis 6 gekennzeichnet. Ordne sie so an, dass folgende Bedingungen erfüllt werden. Die Summe der oberen Zahlen muss um 1 geringer sein als die Summe der unteren. Okay. Die zwei rechten Zahlen müssen zusammengerechnet 5 ergeben. Karte 5 muss direkt links von Karte 4 liegen. Karte 1 muss eine der beiden linken Karten sein. Okay. Ich fange jetzt von unten an. Karte 1 muss eine der... Ah, die können wir so verschieben. Eine der beiden linken Karten sein. Okay, lassen wir sie mal da liegen. Karte 5 muss direkt links von der 4 liegen. Also im Endeffekt so. Und die zwei rechten Zahlen müssen zusammengerechnet 5 ergeben. Das heißt, wir könnten das so machen. Zum Beispiel... So, die Summe der oberen Zahlen muss um 1 geringer sein als die der unteren. Dann hätten wir... Die Summe der oberen Zahlen muss um 1 geringer sein als die Summe der unteren. Okay, dann haben wir hier 10. Aber hier haben wir die 11. Ach ja, muss um 1 geringer... Passt das schon so? Moment. Also, das passt auf jeden Fall mit der ersten Bedingung. Die ist auf jeden Fall erfüllt. 10 und 11. Die zwei rechten Zahlen müssen zusammengerechnet 5 ergeben. Das ist richtig. So würde es ja keinen Sinn ergeben, weil dann Bedingung 1 nicht mehr stimmt. Karte 5 muss direkt links von Karte 4 liegen. Das ist auch richtig. Karte 1 muss eine der beiden linken Karten sein. Und alles andere ergibt keinen Sinn. Wenn wir das umdrehen, dann ergibt es mit der ersten Bedingung keinen Sinn mehr. Hm, ob das stimmt? Ja. Boah, vielleicht sollte ich mich doch an Sägetrick versuchen. Das war viel zu leicht. Obwohl, nein, lieber nicht, ne? Gut kombiniert. Bei solchen Rätseln ist die Antwort spielend einfach zu finden, wenn man die Bedingungen haargenau befolgt. Ja, okay. Kastenteufel? Nee, Leute, ganz ehrlich, ich glaube, Sägetrick und auch der Würfel, das tue ich mir nicht nochmal an. Da habe ich so lange gebraucht... Bei dem Würfel und bei dem Sägetrick weiß ich halt von vornherein, dass das Rätsel sind, für die ich ewig brauche. Da bin ich... Ach, hier geht's gar nicht weiter, ne? Da bin ich so unfassbar blöde, was sowas angeht, dass ich mir denke, komm, lässt es mal. Wie komme ich denn hier weg? So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da komme ich ja... Ach, ich komme hier noch weiter? Waren wir... So, hier sind wir wieder. Finde die restlichen Fototeile. Moment, kommen wir denn hier nach rechts? Ach ja, dann sind wir wieder hier.
zum Anfang der Stadt gehen? Oder hat er vielleicht zufälligerweise noch eins? Heute ist in unserem Lokal noch weniger los als auf dem örtlichen Friedhof. Ohne Gäste ist meine Arbeit ziemlich öde. Haben Sie noch andere Aufgaben außer der Einlasskontrolle? Ja, gelegentlich. Erst neulich bat mich mein Chef, für ihn die Speisekarte zu kopieren. Das hat er mir aufgedrängt, weil es keine schöne Aufgabe ist. Würdet ihr mir dabei helfen? Oh, okay. Rätsel 69, Speisekarte, 25 Pikarat. Oh nö, nicht wieder sowas mit Falten. Die Speisekarte, die du unten siehst, ist in Drittel gefaltet. Da sie beidseitig bedruckt ist, hat sie somit 6 Abschnitte. Okay, so viel ist klar. Du sollst mehrere Fotokopien davon machen, aber dummerweise passen immer nur 2 Abschnitte auf den Kopierer. Um Zeit zu sparen, willst du pro kopierter Karte so wenig Einzelkopien wie möglich anfertigen. Wie viele Einzelkopien musst du mindestens machen, um die Speisekarte einmal ganz zu duplizieren? Eine. Oder etwa nicht? Ich kann. Also ich gehe jetzt davon aus, dass direkt die Rückseite auch kopiert wird. Also ich meine, so ist das bei Kopierern, ne? Du kannst ja doppelt kopieren, beidseitig kopieren. Und wenn ich das drauflege, wie viele Einzelkopien? Ja, was jetzt? Einzelkopien? Um Zeit zu sparen, willst du pro kopierter Karte. Moment. Hat somit 6 Abschnitte. Ja, ja. Also ich kann ja die hier drauflegen. Mit, sagen wir mal, B und C. B und C liegen drauf. Und A überlappt dann einfach mal. Hängt dann runter beim Kopierer. Und gleichzeitig mit B und C werden auch D und E kopiert. Und F ist dann auf der Rückseite von A und klappt halt runter. Und dann kann ich ja nochmal A kopieren, wo ja F auf der Rückseite ist. Wie viele Einzelkopien? Sollst mehrere Fotokopien davon machen. Um Zeit zu sparen, willst du pro Kopierter... Ja, was mich jetzt gerade nur stört, ist die Formulierung. Willst du so wenige Einzelkopien wie möglich machen? Musst du mindestens machen, um die Speisekarte einmal ganz. Ja, eine. Eine. Wenn ich eine komplette Kopie, also eine wirklich komplette Kopie der Speisekarte haben möchte, muss ich 2-mal kopieren. Aber eins davon ist die Einzelkopie. Und zwar von dem Blatt, was runterhängt, mit dem anderen auf der Rückseite. Oder ich bin jetzt total bescheuert. Das kann natürlich auch jetzt sein. Jetzt kommt's drauf an. Nee, ist falsch. Warum? Warum? Hoppla, das war wohl falsch. Warum? Habe ich jetzt so falsch gedacht? Wie schade. Lies dir das Rätsel nochmal durch und versuch's erneut. Habe ich jetzt... Ich glaube, ich habe falsch gedacht dann, ne? Einzelkopien. Oder zählt das dann auch als Einzelkopie? Also ich denke, ihr versteht, was ich meine, ne? Also ein Kopierer kann ja beidseitig kopieren, das ist ja kein Problem, das kann man ja machen. Aber dummerweise passen immer nur 2 Abschnitte auf den Kopierer. Ja, die anderen 2 sind ja auch oben drüber, also auf der gegenüberliegenden Seite. Die können ja auch kopiert werden. Also ich meine, ich habe schon mal Sachen kopiert, doppelseitig, das geht. Aber dummerweise passen... Ja, dann sind es 2. Dann sind es 2. Dann ist es wirklich das Wort Einzelkopie, was hier blöd ist. Oder was ich jetzt gerade falsch interpretiert habe. Jetzt bin ich dran. Hä? Was zur Hölle? Ui. Und jetzt? Was zur Hölle? Was? Hallo? Wenn ich insgesamt 6 Seiten habe? Dann verstehe ich das falsch. Ist in Drittel gefaltet, logisch. Beidseitig bedruckt. Somit 6 Abschnitte, auch vollkommen logisch. Ich soll mehrere Kopien davon machen? So, es passen immer nur 2 auf den Kopierer. Ja, ist logisch. Das heißt zum Beispiel A und B, wie ich vorhin gesagt habe, A und B werden zusammen kopiert. So. Aber trotzdem ist doch, wenn ich A und B kopiere,
Kann ich doch D und E gleichzeitig kopieren? Ist doch auf der Rückseite, oder nicht? Oder, Moment. Ach doch, beidseitig bedruckt. Ja, ja. Sah jetzt hier gerade so anders aus. Nee, dann weiß ich's nicht. Willst du pro kopierter Karte so wenig Einzelkopien wie möglich machen? Wie viele Einzelkopien musst du mindestens machen, um die Speisekarte einmal ganz zu duplizieren? Ja, ist das doof oder was? Natürlich kann ich das so machen, wie ich das als allererstes gesagt habe. Das geht doch. Oder kann ich immer nur eine Seite kopieren? Das steht da ja nicht. Da steht, es passen zwei Abschnitte auf den Kopierer. Aber wie gesagt, ein Kopierer kann für mich auch doppelseitig kopieren. Das ist Standard. Falte die Karte so, dass pro Arbeitsgang zwei Abschnitte kopiert werden können. Ach, tatsächlich. Das hätte ich ja nicht gedacht. Oder zählt das dann, wenn ich die so falte, dass A dann noch auf der Rückseite ist? Kann ich, also ich könnte ja so falten, ja, aber dann würde es ja B verdecken als Beispiel. Nur weil eine Falz in eine Richtung zeigt, heißt das noch lange nicht, dass man die Karte dort nicht auch in die andere Richtung falten kann. Das ist richtig. Das stimmt. Das stimmt. Ich müsste A nicht hier reinklappen, ich könnte A auch umklappen. Aber das kommt aufs Gleiche raus. Was soll denn dann bitte die Lösung sein, wenn ich jetzt 1 schon hatte, 2 schon hatte? 0 oder was? Ja, wahrscheinlich 0. Also, ich könnte B und C kopieren. Oder A und B. Ich sage immer B und C. Nehmen wir mal an, das hier ist... Hier fängt es an. Ich könnte A und B kopieren. Auf der Rückseite werden dann E und F kopiert. Dann könnte ich das hier nochmal so falten, dass ich C und D habe. Ja, dann ist das doch trotzdem eine Einzelkopie. Leute, ich habe mal gearbeitet. Ich gebe jetzt 0 ein. Ich habe mal... Jetzt bin ich dran. Ach, leck mich doch. Ich habe keinen Bock mehr. Dann sind es 3. Ich habe mal irgendwo gearbeitet. Und da musste man teilweise viel für Leute kopieren. Und die mussten die Kopien bezahlen. Und wenn die zu mir gekommen wären und gesagt hätten, hier, ich habe da meine insgesamt... 3 Seiten, die aber doppelseitig sind. Kopiere die mir bitte so, dass ich möglichst wenig bezahlen muss. Dann kopiere ich die doppelseitig. Es tut mir leid, ich muss da jetzt einfach eine 3 eingeben. Ich muss es machen in der Hoffnung, dass es richtig ist. Ich will die bescheuerte Lösung. Sorry, aber nee. Kinderspiel. Nee, überhaupt nicht. Gut gemacht. Wenn du die Speisekarte wie oben gezeigt faltest, kannst du in nur 3 Einzelkopien die ganze Speisekarte einmal duplizieren. Nein. Nein, Spiel. Das kann ich auch mit einer Kopie. Also insgesamt 2. Insgesamt 2, aber eine Einzelkopie. Nein. Dann habt ihr einen blöden Kopierer. So alt ist das Spiel doch noch gar nicht. Da gab es doch also Kopierer, die doppelseitig kopieren können. Oder nicht? Oh, so geht das also. Vielen Dank, da wird mein Chef sicher zufrieden sein. Ja, ganz bestimmt. Das geht bestimmt noch besser. Sind Sie sicher, dass es Ihrem Chef so recht ist? Danke, Luke. Es geht nämlich wirklich noch besser. Haha, das merkt niemand. Es konzentrieren sich sowieso alle nur auf ihre Essensauswahl. Wenn Sie meinen... Boah, dumm. Dumm? Wirklich? Konnte ich eigentlich da rein? Wirklich einfach unfassbar dumm. Oh, der hat auch wieder ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen in dieser Folge. Sagt, habt ihr euch jemals getraut, weiter als bis zum Stadtrand zu gehen? Ihr glaubt nicht, was ich schon für grausige Geschichten darüber gehört habe, was man dort sah. Ich habe mich neulich selbst dorthin gewagt, um mit meiner besten Kamera ein paar Fotos zu machen. Die Bilder, die ich dort entwickelt habe, waren... Ach hier, seht es euch selbst an. Oh. Rätsel 96, falscher Spuk. Eieiei.
Eieiei. Leute, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Wir haben jetzt in den letzten Folgen schon teilweise überzogen. Wir machen jetzt mal Schluss, ey, das blöde Kopiererrätsel. Ich bastel mir jetzt erstmal sowas und dann gehe ich das kopieren. Wollen wir doch mal sehen hier. Mit insgesamt 2 Kopien kriege ich das hin. Also, Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss.